Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Henrik Grödel, 3. VL, und Dirk Nowitzki, 4. VL, gewannen zusammen bei der WM 2002 in den USA die Bronzemedaille für Deutschland. Urheberrecht Imago München. Er gewann mit Nowitzki WM-Bronze, wurde Europameister und holte mit Jordans College den Titel. Henrik Grödel legt eine große Karriere hin. Der Bundestrainer wird 50. Die ominöse Zahl 50 bereitet Henrik Grödel keine Bauchschmerzen. Ich bin ja schon eine ganze Weile kurz davor, sagt der Bundestrainer schmunzelnd zu seinem runden Geburtstag am Montag. Alles gut. Ausgefallene Wünsche für die heimische Kaffeetafel hat er nicht. Dass ich einfach mit meiner Familie zusammen bin, reicht mir. Für Grödel ist das Jahr 2019 ein besonderes, eines, auf das er hingefiebert hat. Nicht unbedingt wegen seines persönlichen Jubiläums. Längst kreisen die Gedanken des Wahl-Berliners um die Weltmeisterschaft vom 31. August bis 15. September. Auf Grödel ruhen die Hoffnungen. Er hat dem Deutschen Basketballbund DBB schon als Spieler die größten Erfolge beschert. Grödel war Teil des Europameisterteams von 1993 und holte an der Seite von Dirk Nowitzki 2002 die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft. Mit Michael Jordans College North Carolina wurde er Meister. Grödel heiße auf die WM. Es gab schon einige Highlights, sagt Grödel, schweift aber kaum in die Vergangenheit ab. Ich bin eher jemand, der nach vorne guckt. Und da kommt im Sommer eine große Veranstaltung auf uns zu. In China will die Nationalmannschaft um Starspieler Dennis Schröder ihren Aufschwung fortsetzen und auch dem gemeinsamen Traum von Olympia 2020 ein gutes Stück näher kommen. Die souveräne Qualifikation für die WM, zum Großteil ohne Leistungsträger aus der NBA und der Euroleague, diente als echter Appetitmacher. Deutschland hofft auf Losglück. Nach ein bisschen Erholung im Familienkreis wird sich Grödel wieder leidenschaftlich in die Vorbereitung des Jahreshöhepunktes stürzen, da wartet viel Arbeit. Den zweifachen Familienvater stört das nicht. Ich empfinde es nicht als Last, immer an Basketball zu denken, sagte er einst der Berliner Morgenpost. Mir fehlt etwas, wenn ich an einem Tag nicht irgendetwas mit Basketball zu tun habe. Besonders angestrichen in seinem Kalender hat der höchst erfolgreiche Ex-Profi von Alba Berlin den 16. März, den Tag der WM-Auslosung, der er eine so große Bedeutung beimisst. Grödel wird zu dem Zeitpunkt in Istanbul sein und das Ziehen der Gegner mit seinem Kapitän Robin Benzing verfolgen. Zu den topgesetzten Teams gehört Deutschland bei der WM nicht. Der schwerste Brocken wären die Superstars der USA, denen Grödel gerne aus dem Weg gehen möchte, doch auch der leidenschaftliche Basketballvorarbeiter und sein Team müssen sich nicht verstecken. Der Talentpool ist größer denn je, und Grödel lebt die Gier nach Erfolgen vor. Punkt. Bei jedem Training, bei jedem Testspiel, ich freue mich auf all das, was für diese Generation noch kommt.